Bevor es jetzt gleich losgeht, mache ich mir wieder von unserem Sponsor mal ein helles auf. Schimpf, die Familienbrauerei seit 1870. Und ich würde sagen, heute geht es ja nach Rottenburg, wo natürlich die Ahlande zu Hause sind. Und das ist natürlich auch somit, wie gesagt, unsere letzte Folge und natürlich auch ein Highlight. Also erstmal ein Schimpf und dann geht's ab in die Finalrunde. Zum Wohl. Fasnitzgeflüster, Teil Nummer 11 und somit auch schon die letzte Folge unserer Reihe in dieser Faschings-Karnevals-Fasnitz-Saison 2021, die eigentlich wirklich nicht wirklich eine war, kann man sagen, denn Corona hat ja allen Vereinen einen dermaßen Strich durch die Rechnung gemacht und heute am Faschingssonntag oder beziehungsweise am Fasnitzsonntag, da wäre natürlich in Rottenburg am Neckar im Kreis Tübingen natürlich hier der Punk abgegangen, kann man sagen, denn alle Jahre am Fasnitzsonntag, Fasnitzsonntag ist es richtig, da ist nämlich in Rottenburg der große, große Umzug, Narrensprung und den Vorstand, den habe ich jetzt bei mir in der Leitung. Wir haben es heute nochmal per Online-Video gemacht. Hallo Dirk, grüße dich. Hallo, ich grüße dich auch. Ja, ihr werdet heute am Faschingssonntag, Fasnitzsonntag, wirklich durch die Straßen von Rottenburg gesprungen, kann man sagen, oder? Jawohl, also immer am Fasnitzsonntag ist bei uns in Rautenburg, heißt es bei uns, unser großer Umzug. Und wir schreiben den Umzug nicht mit U vorne, sondern mit O und Doppel-M. Und wir hätten normalerweise so immer so zwischen 3.500, 4.000 Hästräger Minimum bei uns. Und so von den Zuschauerzahlen her in der Regel, wenn es schön Wetter gewesen wäre, ja, und alles, hätten wir zwischen 35.000 bis 40.000 Zuschauer bei uns im Städtle gehabt. Wahnsinn. Ich weiß es noch aus meiner Kindheit, da waren wir auch mal dabei und das war schon immer ein tolles Bundestreiben. Obwohl Mutter Ahland, das ist ja glaube ich so eure Hauptfigur, durchaus als Kind immer ein bisschen Angst eingeflößt hat. Das ist auch so ein bisschen Teufelsmaske, gell? Ja, also der Name Ahland kommt ja vom Teuflischen, das heißt Fahrland, ja. Mhm. Also und das bedeutet ja der Teufel, ja. Und der Ahland ist ja so ein Weißnarr und möchte so symbolisch sozusagen den Winter austreiben, ja. Also das heißt, wir machen ja immer am schmutzigen Dausstieg bei uns auf dem Marktplatz der Hexentanz und die Hexe, die zeigen eigentlich so oder verkörpern so den Winter. Und die Ahlande möchte dann sozusagen den Winter vertreiben, dass der Frühling dann so schnell wie möglich kommen kann. Mhm. Ja, das ist natürlich mal immer die Sache. Der Winter, den haben wir ja jetzt gerade wieder extremst. Sonst hätten wir uns auch live treffen können. Aber es hat doch noch ein bisschen der Schnee einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es gehört normal dazu. Es ist halt so mitten im Februar. Wir hätten also so alles Mögliche an der Fasnet-Kette. Wir haben also schon Temperaturen gehabt, dass wir unter der Maske also wirklich in Schwitze gekommen sind. Da hat es also weit über 20 Grad gehabt. Wir hätten aber auch schon Minusgrade gehabt. Ich kann mir mal eine Phase, einen schmutzigen erinnern, einen schmutzigen Dausstieg. Da haben wir bei 15 Zentimeter Schnee unseren Ahlandanz auf dem Marktplatz gemacht. Also es ist halt so, das ist auch unser Motto in Rottenburg, jetzt ist halt so. Und so muss man es nehmen. Und die Narren in Rottenburg nehmen das, egal was für Wetter ist, auch immer an. Sehr schön. Ja, also den Ahland, den haben wir gerade schon angesprochen gehabt. Weißner und natürlich teuflisch ein bisschen sieht er aus. Aber ihr habt ja noch einige Figuren mehr. Wenn ihr da hier gerade auf der Homepage nebenbei schaut, das Bombele oder Stadthexe, sind so einige noch dabei. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also die erste Figur eigentlich, wo sich die Narration Rottenburg gegründet hat, ist und war unser Ahland. Ja, da wurde in einem alten Haus eine Steinmaske gefunden. Ja, und diese Steinmaske sozusagen ist das heutige Ebenbild sozusagen von unsere andere Ahlander Maske. Zum späteren Zeitpunkt ist dann das Bombele dazugekommen.
Ja, das ist so ein Kellergeist, der spukt so immer in die Weinkeller rum, weil Rotterburg hat ja ringsrum auch viele Weinrebe und Zeugs gehabt, ja, und auch Brauereien, wo man sich in die Keller hat sehr, sehr gut aufhalten können, so sagt die Sage. Bei uns sind dann auch noch die Stadthexe. Wir haben aber diese Stadthexe sind bei uns von der Zahl her begrenzt. Wir haben also jetzt nicht 100 Hexe, sondern das sind genau 9 Hexe, ein Teufel. Und dann gibt es noch Beihexen. So. Und da hat auch jede ihr Name. Und also von dem her, das ist eine ganz enge, verschworene Gruppe, unsere Hexengruppe, und die machen das richtig gut. Dann natürlich unsere Hauptfigur sozusagen, auf was sich die Rottenburger Fasnet natürlich auch stützt. Das ist unsere Gräfin Mechthild zu Hohenberg und unser historischer Teil dazu. Das heißt, aus der Überlieferung raus, die Gräfin Mechthild zu Hohenberg war in Rottenburg im jetzigen Gefängnis sozusagen, das ist das Schloss 1, war die hier, die Regentin. Und aus den Überlieferungen raus hieß es, sie hatte zu Hofe Fasenacht gefeiert. Ja? Und aus dem Grund raus ist die Gräfin Mechthild eine sehr wichtige, eigentlich die wichtigste Figur und Person bei uns in der Rotenburger Fasnet. Dann haben wir noch ein Novum, was bei uns in der schwäbisch-alemannischen Fasnet eigentlich so einzigartig ist. Wir haben unsere Bogges, unsere Clowns, die haben keine Maske, sondern die haben ihre Gesichter richtig frech und schön bemalt als Clown und bringen da einfach auch die Leute zur Belustigung und machen auch ein bisschen Streiche und so. Und als letzte Gruppe sozusagen haben wir noch unseren Fanfarenzug, ja, der immer an unsere Umzügen, wenn wir irgendwo sind, auch vorne wegläuft und sozusagen das einläutet, hoppla, jetzt kommt der Umzug. Die sind auch die einzigste, die auch unterm Jahr auftreten dürfen. Wir als Narrenzunft selber dürfen drei nur zwischen Dreikönig und zwischen Aschermittwoch auftreten. Ansonsten bleibt das Häs verschlossen und wartet darauf, bis wieder das Abstaubende im Dreikönigstag losgeht. Ganz genau, also strenge Regeln kann man da wirklich nur sagen, ganz genau. Jetzt natürlich Rottenburg als solches, genau. Im Hintergrund sieht man es ja auch, die Ahlen, ihr seid auch sonst bei Umzügen natürlich auch dabei, oder seid ihr wirklich nur immer bei euch im Ort unterwegs? Weil bei vielen Umzügen im Land, da vermisse ich die Ahlende und die ganze Dinger manchmal, eure andere Figuren. Ja, also bei uns gilt zunächst einmal die Regel, dass wenn die Narrenzunft Rottenburg irgendwo auswärts geht, dass sie definitiv nur gesamt geht. Also es geht jetzt nicht, dass nur eine Gruppe irgendwo hingeht, sondern wenn wir zu einem Narrentreffen gehen, dann ist immer die gesamte Zunft mit anwesend. Und das kann natürlich schon mal sein, dass wir da insgesamt zwischen 250 und 300 Leute auftauchen, ja, ohne Musikkapelle. Also wir sind da immer so eine richtige, schlagkräftige, starke Truppe. Wir bleiben nicht nur in Rottenburg, aber wir haben natürlich durch das, dass wir in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte Mitglied sind, haben wir hier für uns selber die Regel gefasst. Wir gehen zweimal vor der Fasnet, vor der Hauptfasnet zu einer Zunft aus der Vereinigung, ja, wenn die ein Narrentreffen bereit macht oder bereitstellt. Das heißt, wir bekommen diese Einladungen relativ immer frühzeitig. Dann entscheiden wir, wo gehen wir hin, welche Narrenzunft war bei uns schon mal, ja, wo steht mal noch ein Gegenbesuch an, ist es ein Jubiläum oder sowas. Und die sind dann meistens weiter weg. Also das kann in Wanger im Allgäu sein, das kann in Lindau sein, das kann in Konstanz sein. Das ist nächstes Jahr zum Beispiel, sind wir in Schönberg, wie gesagt, im Zollern Albkreis oben, die haben Jubiläum. Und. Also, und dann suchen wir immer noch eine Ortschaft raus bei uns in der Nähe. Das kann ein Teilort von Rottenburg sein. Man war schon in Wendelsheim, wir waren schon in Wurmlingen, wir waren letztes Jahr. Gehört nicht zu Rottenburg, in Remmingsheim oben oder so. Und das suchen wir dann immer so raus. Also wir machen maximal drei Narrentreffen, ja, und mehr machen wir nicht. Remmingsheim war gerade ein gutes Stichwort, da kommt unser Sponsor her, gell? Schimpfbrauerei, So ist genau. es. Ist Richtig. bei uns auch im Hause. Also wir haben seit Jahren von der Brauerei Schimpf, vom Alfred und vom Martin
immer unsere Getränke, alles gut. Also ich kenne die zwei seit Jahrzehnten Genau. sozusagen. Und nachher in unserem kleinen Quiz, da geht es ja entweder um den Hauptpreis, um ein 50-Liter Fässle Bier oder um ein 20-Liter Fässle Bier, wenn ihr besser seid gegen die Bühler-Narrenzunft, die heute, Oh also die gestern sozusagen angetreten sind. Ja, Rottenburg, nochmal der Verein als solches. Ich glaube, der hat auch schon lange Geschichte, den gibt es auch schon recht lange. Also, soweit ich mich eben zurückerinnern kann, also Rottenburg ist mal ein Begriff schon seit jeher. genau. Also wir die Rottenburger Narren, also die Ahlende, die sind so in den 20er, 30er Jahren entstanden sozusagen. Es war dann wie bei vielen Narrenzünften oder generell durch den Zweiten Weltkrieg wurden diese ganzen Veranstaltungen verboten, anschließend auch noch von den Besatzungsmächten und dann erst nach der Kriegszeit ging es dann wieder richtig los. Wir dürfen im Jahr 2025 unser 100-jähriges offizielles feiern. Also 2025 werden wir 100 Jahre alt. Wir haben dort auch zur normalen Fasnet auch ein Landschaftstreffen dann bei uns, also ein großes Narrentreffen, wo wir wieder aus der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte wieder Gastzünfte einladen werden, um hier einfach unser 100-jähriges dann noch zu feiern. Wir haben circa eine Größe momentan von rund 950 Mitglieder. Also wir sind keine kleine Zunft. Wir haben also wirklich eine stattliche Anzahl von Mitgliedern. Und was auch schön ist, wir stagnieren nicht, sondern wir sind jedes Jahr trotz mal Abgänge, klar, es stirbt auch mal ein Mitglied, es tritt eines Mal aus, aber wir haben jedes Jahr stetig noch Zuwächse da. Also wir sind also von der Anzahl der Mitglieder sehr zufrieden. Ja, das ist doch sehr gut. Also wenn ihr da enormen Zuspruch noch habt. Und ich denke mal, Rottenburg, wer da nicht bei der Fasnet ist, der gehört irgendwie nicht dazu, oder? Der fährt dann auch meistens über die Fasnet weg. Also wo man das halt noch können vor Corona, die, wo also wirklich nichts mit der Fasnet am Hut haben, die fahren dann zum Skifahren. Aber ich sage mal, die eingesessene Rotenburger schon über Generationen sozusagen, selbst bei mir. Ich bin in Rotenburg aufgewachsen, ich war schon als kleiner Junge, gab es damals bei den Umzügen auch immer solche Familiengruppen, ja. Das sieht man immer seltener, aber da waren sehr viele Rottenburger Familien und die haben jedes Jahr dann zum Umzug ein neues Motto für sich gemacht und haben dann in Eigenfinanzierung ihre Kostüme gemacht und so. Und da war ich, seit ich denken kann, war ich mit dabei. Und ich bin noch ein bisschen mehr angehaucht, weil mein Opa, der Josef Albus, hat früher auch schon Ahlenanzüge und Masken bemalt. Also wenn ich als kleiner Kerl zum Opa gekommen bin, hat es immer noch Ölfarbe gerochen und immer ist ein Ahlenanzug da gelegen, wo gerade in der Mache war und eine Maske, wo man hat gerade noch streichen müssen oder malen müssen. Und ich habe jetzt erst letztens im Archiv eine Rechnung gefunden, dass so ein Ahlenanzug damals in D-Mark, das war aus den 50er Jahren, genau 30 Mark gekostet hat. Okay. Also heute zum Beispiel, wenn man jetzt heute einen malen würde oder malen lassen, wir haben ein Ja. paar, wo das machen dürfen, also wenn Sie so einen Anzug kaufen wollen, kostet der, sage ich jetzt mal, roundabout 700, 800, 900 Euro. So, für so einen Anzug mit dem jetzigen Motiv, früher war das ein bisschen einfachere, sitzt man so, also ich habe selber schon zwei Ahlenanzüge gemalt, sitzt man circa 230 Stunden drin. Also das ist jetzt nicht gerade so, machen wir geschwind, ja. Ja. Also das heißt, ihr lasst eure Anzüge, euer Häs sozusagen anfertigen. Es gibt andere Zünfte, was ich so jetzt schon mitgekriegt habe über die Saison jetzt über, dass es manche dann auch selber bemalen. Also das ist bei uns genauso. Also die große Anzahl, also die Ja. meisten Anzüge, wir bieten von unserer Zunft, sprich von der Ahlen-Gruppe, wir haben ja die sechs verschiedenen Gruppen, bieten wir Malkurse an. Das heißt, unser Grundgerüst ist ja eigentlich war früher ein weißer Maleranzug. So. Und dieser wurde zwei, dreimal verkocht vom Waschen her, dass er nicht mehr so eingeht. Dann wird es mit Schablonen, werden die Figuren und die ganzen Konturen aufgebracht. Dann muss man das alles mit Edding sauber nachzeichnen. Und dann muss man wirklich jede Figur anfangen, so nass in nass, also auch mit Schattierungen und so,
Da ist dann, sind unsere Malmeister dabei, die geben dann Anleitungen, hey, das muss ich jetzt so machen und das muss ich so machen. Also die, ich sage es mal, zu 95%, ja, werden die Anzüge von unseren Mitgliedern selber bemalt. Okay, ja, sehr gut. Und Vorlagen oder was drauf darf, gibt es da irgendwas oder variiert es ein bisschen oder sind die alle komplett relativ identisch? Die sind relativ identisch. Also sagen wir mal, bei den Aalen, da ist es so, wir haben vorne auf der Brust oder im Vorderfeld ist die Gräfin Mechthild mit zwei weiteren Hofdamen noch dazu. Auf dem Rücken ist das große Stadtwappen. Dann haben wir auf einer Seite vom Ärmel das Rottenburger Stadtwappen, also weiß-rot. Und auf der anderen Seite, weil Rottenburg ja zweigeteilt durch den Neckar ist, eine Seite ist Dom, eine Seite ist Moritz, auch von der Kirche her. Da gibt es noch ein früheres Ehinger Stadtwappen, das ist schwarz-gelb. Dann hat Rottenburg Hopfen und Weinreben, das ist noch mit drauf. Und dann ganz wichtig, weil es früher dann auch Ritterspiele gab in Rottenburg, zu Fasnet, ja. Da sind auf den Beinen, auf beiden Beinen jeweils ein Ritter, die sich gegenseitig so bekämpfen, wie man es von früher kennt. Und auf der Rückseite von den Beinen, wir haben drei Stadttürme in Rottenburg und da kann man sich dann einen aussuchen. Aber ansonsten sind die Vorgaben ganz klar in einer Häsordnung festgeschrieben. Und es ist genauso auch bei den Bomberle so und ist auch bei den Bogge so. Also die müssen, bei den Bogge ist es ein bisschen einfacher. Die können natürlich auch mal ein bisschen einen anderen Kittel anziehen oder sowas. Aber Ahlend und Bomberle, auch von den Masken her, dürfen nicht, also mit verschiedenen Masken auch bei den Ahlender, aber die müssen abgenommen werden. Also es kann nicht jeder bloß irgendwo eine Maske kaufen, sondern die werden dann von uns, von der Narrenzunft auch abgenommen und für gut geheißen, dass das alles nach unseren Regeln so konform ist. Ja, das ist doch, klingt doch ganz gut, genau. Ja, sehr schön. Jetzt hätte ich sagen, läuten wir mal geschwind gleich das Quiz mal ein und kommen dann im Anschluss noch ein bisschen zu eurem Narrenfahrplan. Und da würde ich sagen, starten wir doch jetzt einfach mal, oder? Fang Mal mal an. gucken, was Rottenburg so weiß. Jawohl. Gut. Also, du kannst auch lesen. Jawohl. Es geht jetzt um die Germanenzunft in Benzingen bei Winterlingen oben. Sind die im Begriff? Oh, ich habe schon mal gehört, aber so jetzt, also wir waren da noch nie, auf jeden Okay. Fall. Jedenfalls hättet ihr jetzt dieses Jahr ein großes Jubiläum gefeiert. Jawohl. Was leider dieses Jahr auch nicht stattfinden konnte. 30 Jahre, 40 Jahre oder 50 Jahre. Was hättet sie gefeiert, zwievielte? Also mit Anbetracht dessen, dass man, sagen wir mal, also 30 Jahre, das wären die 90er Jahre, ich sage jetzt mal B, 40 Jahre. Nein, die hättet schon 50 gehabt. Also 70 sind die Wow. gegründet worden. Ja. Okay, okay, Ja, okay. ja. Also da können wir jetzt mal noch keinen Punkt geben. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar gibt es der Brunnensprüher, der dürfte bekannt sein, oder? Den kenne ich, jawohl. Der hat eine Laubart in seinem Gewand dran. Von welchem Laub Okay. ist die Rede? Von welchem Baum? Die Eiche, Linde oder die Kastanie? Oh, du fragst Sache wieder, ich kann nur sagen. Ja. Also ich kann nur raten, ich sage A, die Eiche. Das ist somit richtig. Da haben wir schon mal die ersten 10 Punkte. Genau. Sehr gut. Wir steigern uns da immer. Also 5, 10, 15, Okay. 20 und die fünfte gibt sogar dann 50. Dann kommen wir zur dritten. Da geht es jetzt um einen Narrenruf. Beziehungsweise einer, wir haben es jetzt ein bisschen schwieriger gemacht, einer dieser drei Narrenrufe existiert nicht. Welcher? Oh Kokolores Kikeriki? den gibt's. Watte Bobbele, Watte Bobbele, Watte Bobbele. Oder komm gang weg, es hat keins weg. Also da Welcher der würde jetzt drei mal gibt's nicht? spontan sagen B. Nein, es ist C, den haben wir uns jetzt ausgedacht. Nicht schlecht. Ja. Von wem ist der? Wer die Watte Der Bobbele? ja. Da muss ich jetzt wieder passen. Siehst du? Also gut.
Aber das könnte Braun noch rauskriegen. Okay, gut. Kein Problem. Dann, Hammer, was tragen die Ehinger Krettenweiber in ihren Körben umher? Frisch gewaschene Wäsche, ihre Männer oder Reisig zum Befeuern des Ofens? Ihre Männer. Das ist richtig. Dann haben wir da nochmal 20 Punkte obendrauf. Genau. Und da gibt es aber Bilder zu. Das sieht halt so rum. Genau, so sieht es aus. Die Genau. kenne Dann haben wir nächste Frage. Die letzte schon wieder. Genau. Der Rölli aus Siebenen in der Schweiz, der hatte kleines Leiden. Was kann er? Schlecht sehen, schlecht hören oder schlecht laufen? Rölli, super Rölli. Jetzt pass auf, die Super kennt ihr. Knölli, so heißt's, genau. Wo ist es? Jetzt pass auf. Du fragst mich Sache. Schlecht sehen, glaube ich nicht. Schlecht hören, schlecht laufen. Ich sage jetzt mal schlecht hören. Das ist richtig. 80 Punkte. Weil gerade diesen Spruch, wo du da gesagt hast, den muss man ganz, ganz laut zurufen. Und dann kriegst du Genau. entsprechend deine Süßigkeit und das alles, was er Sehr dabei hat. schön. Genau, so Genau. sieht er aus. Der ist Sehr gut. damals auch mitgelaufen, wo ihr dabei wart, in Ja, Mundelfingen. also Genau. gut, das ist klar, da war dann natürlich immer wieder Zünfte, es kommt immer davon, in welcher Landschaft oder in welchem Gebiet wir da sind, wird da immer eingeladen und ich sage mal, das ist jetzt nicht überheblich oder so, aber sagen wir, Rotenburg ist schon majestätisch, weil wir einfach erstmal viele Gruppen haben und uns wird dann auch, oder es wird immer gesagt, also wir können dann nicht zu jedem Nachtreffen mit 300, 400 Leuten kommen, weil das wird einfach die Zeit vom Umzug sprengen. Aber ich sage nochmal, wir sind also in der Regel immer mit 250 bis 300 Leuten sind wir bei meinem Nachtreffen. Ja. Ja, das ist ordentlich, genau. Ja, Narrenfahrplan. Am 6. haben wir ja gesagt, 6. Januar geht es in der Regel los, wie bei allen, Häsabstauber und so weiter. Dann werden einige Umzüge dann sein, wie du auch schon gesagt hast. Und dann der Höhepunkt, der ist dann so kurz vor Rosenmontag, kann man sagen, mit dem Schmutziger und so weiter, oder? Genau. Also bei uns beginnen die Haupttage sozusagen am schmutzigen Ausstieg. Das geht morgens um 6 Uhr los. Da wird die Stadt sozusagen aufgeweckt. Da laufen sie also dann in Nachthemmerer, wir sagen in Hemmetlunker, laufen Fasnetzmusiker rum und wecken die Stadt auf. Die verteilen sich dann in die Schulen und werden dann so, sagen wir mal so gegen 9:30, 10 werden dann die Schüler befreit in der Regel, ja. Und wir haben seit circa 3, 4 Jahren dann das so geordnet, dass wir dann zentral auf dem Marktplatz mit den Schülern aus allen Schulen in Rottenburg dann sozusagen einen Wettbewerb machen. Die werden da unterhalten. Da sind wir also unserer Stadt Rottenburg sehr dankbar mit unserem Oberbürgermeister Stefan Neher. Der hat es mit uns getragen und auch gemacht, dass wir also diese den Narrensamen, also die jungen Narren sozusagen bei uns auf dem Marktplatz sind, dann gibt es dann auch immer Wettbewerbe, dann führen die einzelnen Schulklassen noch was vor, gibt es auch schöne Preise und das alles. Also ist eine schöne Veranstaltung. Anschließend nachmittags ist einfach nur, bei uns heißt es Straßenfasnet, da ist also die ganze Fußgängerzone ist voll mit Narren, da wird dann ganze Kindergartengruppe kommen da und sind verkleidet, jedes Jahr mit einem anderen Motto. Also Rotenburg strengt sich da schon an. Alles, was da Rang und Namen hat und was ich zeigen will, ist dann auf dem Marktplatz. Und anschließend dann um 19 Uhr abends ist dann sozusagen der offizielle Beginn von der Narrensumpf Rotenburg. Da wird dann unser Hexentanz mit Kellerspuk veranstaltet. Ist imposant. Also zuerst mal kommen die Bomberle dran mit einem ihrem Kellerspuk-Tanz, dann ist der eigentliche Hexentanz und dann noch als Höhepunkt noch der Tanz der Ahlande, der auch weit über die Landesgrenze hinaus bekannt ist. Und dann geht's los in der Festhalle. Also dann wird ein kleiner Umzug stattfinden von allen Teilnehmern. Dann geht es in die Festhalle nach Rottenburg und da ist dann immer unter, je nachdem, was wir für ein Motto haben, dann bis in die Morgenstunden am Freitagmorgen dann sozusagen Tanz, Schwurf, Unterhaltung und Fasnet pur eigentlich. Am Freitag dann, Freitagmittag, ist dann unser
Jährliches. Das ist wirklich schon seit sehr vielen Jahren die Seniorenfasnet. Also wir lassen auch unsere älteren Narren in Rodeburg nicht alleine und außen vor. Da ist also wirklich auch ein Einmarsch aller Gruppen in die Halle. Also alles, was noch aufstehen kann, egal und was noch Lust hat und was noch mitschunkeln kann, darf in die Festhalle kommen. Wir machen da also für unsere Senioren immer einen wunderschönen Nachmittag. Und wenn man dieses Strahlen auch sieht von den Älteren, finde ich das einfach klasse. Und sie sind auch eigentlich unser Standbein. Die Älteren, die haben unsere Fasnet dahin gebracht, wo wir sie heute haben. Sehr gut. Ja, und dann, wie gesagt, der Sonntag ist natürlich der Umzug, ganz groß, wie du Genau. schon gesagt. Was wir nicht vergessen dürfen, Ja. das ist der Samstagmittag. Und zwar, Okay. da haben wir immer unsere Zunftmesse, ja, in der Moritzkirche. Die ist wirklich legendär. Da wird also die Fastnachtspredigt wird auch hier immer auf Schwäbisch gehalten und kommt so ein bisschen so das ganze Stadtgeschehen und das alles immer ein bisschen durch. Und dann anschließend, wenn die Kirche vorbei ist, ist es eigentlich immer ein wunderschöner, unorganisierter Umzug von der Moritzkirche über die obere Brücke in die Stadt rein, wo wir dann sozusagen nochmal Straßenfastnet live hätten. Ja? Ja. Abends dann nochmal in der Festhalle dann nochmal eine Riesenfete und dann kommt der Sonntag. Sonntag beginnt mit dem Zunftmeisterempfang für alle Zunftmeister und Zunftmeisterinnen, die bei uns beim Umzug teilnehmen. Und dann unser Umzug dauert immer so circa 2, 2,5 Stunden, ja. Und dann, wie gesagt, nach dem Umzug, dann ist einfach noch Bundestreiben in Rodeburg. Und dann lassen wir den Sonntag auch ausklingen. Am Fasnachtsmontag haben wir mittags dann immer noch einen Kinderumzug. Anschließend noch in der Festhalle noch Kindernachmittag, wo die Clowns dann die Führung übernehmen und die Kinder unterhalten. Dann am Dienstag ist dann immer noch Ahlentaufe, das heißt, unsere Neuaufnahmen werden dort sozusagen getauft, ja, und für die Ahlengruppe vorbereitet. Und dann am Dienstagabend, dann alles hat ein Ende, auch mal die Fasnet, dann verbrennen wir da die Fasnet, dann unter starkem Geheule und Wehgeleite. Und am Aschermittwoch ist dann alles vorbei. Da treten wir dann nochmals an, schwarz gekleidet mit Zylinder und werden dann zur traditionellen Geldbeutelwäsche, weil über die Phase hat man ziemlich viel Geld verbraucht und die Geldbeutel und Kasse sind leer und die werden wir dann an unserem Narrenbrunnen dann noch waschen. Und dann geht es anschließend zum Kuttleressen und dann ist die Phase da schon wieder vorbei. Na, ich weiß nicht schon wieder rum. Und der Bischof, der guckt da auch zu, oder? Der schaut dabei. Der Bischof, ja, also ich sage jetzt mal, der Gebhard Fürst, unser Bischof, ist auch zum Beispiel letztes Jahr dabei gewesen bei der Geschichte auf dem Marktplatz, wo wir die ganze Schülerbefreiung und das alles gemacht haben. Da trat er als Hirte auf, also er hat seine Schäfle unter sich gehabt. Da lässt er sich schon zeigen. Beim Umzug guckt er natürlich auch dann, wenn es seine Zeit zulässt, guckt er dann zu. Weil da klar ist, Fasnet hat auch natürlich nicht bloß was mit dem Feste zu tun, sondern geschichtlich klar, ab Aschermittwoch geht die Fastenzeit los und das heißt, daher kommt auch der Fasching. Und weil die Leute gesagt haben, so, bevor jetzt diese 6-wöchige Fastenzeit angeht, müssen wir es nochmal richtig krachen lassen. Ja? Also da hauen wir nochmal alles auf den Putz, was geht, da essen wir nochmal und da trinken wir auch wirklich viel und dann geht die Fastenzeit los. Ja. So, jetzt müssen wir natürlich auch nochmal geschwind fragen. Abschließend, mein Corona hat ja alles ein bisschen durcheinander gewirbelt. Was hat nicht stattgefunden, beziehungsweise was kann stattfinden in der kurzen Zeit? Was habt ihr für Programm gemacht? Also klar war, aufgrund von der Corona-Lage, die sich dann letztes Jahr dann, sagen wir mal, wo man abgesehen hat, also sie verschärft sich nochmal, haben wir dann von der Narrenzunft entschieden, also wir machen keine öffentlichen Veranstaltungen. Das sind wir unseren Mitgliedern und unseren Mitmenschen in Rotenburg natürlich schuldig und haben da auch Verantwortung. Das heißt, es gab also in Präsenz gab es bis jetzt nichts und wird es jetzt auch über die Fasnet soweit nichts geben. Wir haben natürlich über unsere Homepage sehr viele Dinge schon angestupst. Also wir haben eine virtuelle Fasnetzabstaube gemacht mit der Gräfin und mit dem Hofnarr, mit der Rede.
Wir haben jetzt zur Fastnet einen Fastnet-Narrenfahrplan Digital 2.0 gestartet, wo wir verschiedene Videos, die wir noch unter Corona-Bedingungen drehen konnten, wo wir dann live schalten. Wir werden auch eine virtuelle Zunftmesse anbieten mit Bildern, mit unserem Narrenmarsch auf der Orgel gespielt, hinterlegt. Wir werden, das ist das Einzige, wo wir uns dann sozusagen offiziell mal sehen können, am Fastnet-Sonntag, so wie es jetzt heute war, sind wir mit dem Allan-Wagen unterwegs, ja, und werden da aber nicht runterwerfen. Wir dürfen es leider nicht, sondern wir fahren nur durch den ganzen Ort durch und haben unseren Narrenmarsch drauf auf dem Wagen. Und das ist ein übergroßer Allan, wo da auf dem Anhänger steht. Und da werden wir einfach ein bisschen Flagge zeigen. Das ist also unser Motto, dass Leute sehen, hoppla, Narrenzunft Rotterburg lebt trotzdem noch. Ja. Genau. Und man wird da sicherlich den ein oder anderen Hästräger in der Stadt sehen, aber immer, das war mein spezieller Aufruf an alle Mitglieder, an alle Aktive, passet auf, ja, und steckt niemand, bleibt gesund, steckt euch und nehmt Abstand. Und wir sind froh, dass man uns unseren OB auch hält, unseren Stefan Neher, der uns diese Möglichkeit gegeben hat. Es gab andere Landkreise, ja, man weiß es, von Tuttlingen oder sowas, wo das Polizeipräsidium Konstanz da ein bisschen gemeint hat, sie müssen ein bisschen restriktivere Dinge fahren. Also da sind wir recht froh. Und ja, es tut uns alle weh, es ist so, aber wir können uns dann mehr, sage ich jetzt mal, in der Hoffnung, dass wir 22 eine Fasnet wieder feiern dürfen, können wir uns dann einfach darauf freuen. Genau, das würde ich durchaus sagen. Da freuen wir uns schon drauf, dass das wieder dann unter anderen Bedingungen wieder herrscht und man wieder ein bisschen ausgelassener feiern kann. Und wie heißt der Text zu eurem Narrenmarsch, Narrezämmer, Fasnethämmer, oder? Und das immer Nari Naro, Jawohl, so heißt genau. es. Siehst, ich kenne mich Genau. aus. Sehr gut. Ich kenne mich aus. Auch als Genau. Reutlinger, genau. Ja. Okay, dann sage ich mal, sind wir schon wieder am Ende unserer kleinen Talkrunde. Herzlichen Dank, dass es funktioniert hat und geklappt hat. Und dann euch trotz allem noch ein paar närrische Tage in kleiner Runde und wie gesagt, wie du so schön gesagt hast, gesund bleibe. Das wünsche ich. Genau. Ich danke dir, dass wir das heute machen können. Und wir Rauterburger sagen dann immer mit einem dreikräftigen Nari. Naro. Nari. Naro. Nari. Naro. Gesund bleiben. Mach jetzt gut. Gut.